Musiker, die haben ganz gern ihre eigenen Whiskys, zum Beispiel Bob Dylan in den USA oder Metallica oder bei uns in Deutschland fallen mir ein die Scorpions und wenn man es ganz deutsch haben will, dann Axel Ritt von den Gravediggers mit St. Kilian. Und insofern wäre es ja nur logisch, wenn auch Musikfestivals ihre eigenen Whiskys haben. Und ja, diese Logik erschließt sich nicht nur mir, natürlich auch den Veranstaltern, so zum Beispiel beim Wacken Open Air, das heuer wieder im Juli stattfindet. Und das ist der Whisky dazu. Ein 8-jähriger deutscher Single Malt aus der Finch-Distillerie aus der Schwäbischen Alb. Der Hans-Gerhard Fink, der hat sich dabei was gedacht, wie er diesen Whisky gemacht hat. Erstens mal verwendet er nur eigene Gerste, die ganz nah bei der Destillerie wächst. Und zweitens hat er das Ganze in drei verschiedenen Fässern abgefüllt, nämlich American Oak, dann Portwein und normale Weinfässer. Und gemeinsam ergibt es für mich zumindest einen Whisky, der ganz toll zu so einem Rock-Musik-Festival passt, weil er ist geradlinig, kraftvoll, ohne Shishi. Fängt schon in der Nase an. Das sind drei Hauptkomponenten für mich spürbar. Das erste ist mal eine sehr breite Süße, die wirklich die Nase ausfüllt. Dann kommt so ein bisschen dieser Gerstenunterton dazu, den man gerade bei deutschen Whiskys immer wieder findet. Und dann ist hinten nach so noch ein bisschen rundtopfartiges, süßes, aber ja, so ein bisschen auch Bekanntes drinnen. Also eine ganz breite, aber geradlinige Nase. Das Ganze ist am Gaumen überhaupt nicht anders. Auch hier dominiert die Süße. Zunächst einmal Vanille und dann kommt so ein Schokoladenguss drüber, Schokoladenglasur, helle Schokolade. Auch hier wieder ein bisschen das Mehlige, das drunter liegt. Rosinen zum Abgang, der Abgang, der übrigens für einen 8-Jährigen fantastisch lang ist. Und alles miteinander wirklich sehr kraftvoll verbunden, aber ohne irgendwelche Schnörkeln, ohne irgendwelches Herumgetue, geradlinig, sauber, gut. In diesem Sinne finde ich, passt er hervorragend zum Festival und passt er hervorragend zur Rockmusik. Ich kann ihn wirklich ans Herz legen, empfehlen, der ist schön, der ist gut gelungen. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen wieder fürs Zusehen und das Lunch.